Seit knapp einem Monat läuft das neue Schuljahr. Für viele Schulkinder heißt es aber immer wieder, Unterricht fällt aus. Denn zum Start des Schuljahres waren laut dem Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg rund 890 Lehrerstellen unbesetzt. Vielerorts bedeutet das Notbetrieb. Als Grund sieht Schulleiter Benedikt Bancini aus Bammental vor allem das Lehrerimage, das sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert habe. Und auch die Breite der Aufgaben, die eben von psychologischen Herausforderungen, pädagogischen, erzieherischen Aufgaben bis hin zu vielen organisatorischen Angelegenheiten, kommunikativen Aufgaben über den Unterricht hinaus. Dadurch könne bei manchen Lehrkräften das Gefühl entstehen, nicht mehr alles unter einen Hut zu bekommen, erklärt Bancini. Und das sorgt natürlich auch für Frust bei den Eltern. Wenn Sie hören, dass Schüler tatsächlich 9 Wochenstunden oder Ähnliches aufgrund von Erkrankungen der Lehrer einen Ausfall haben und dann die Betreuung nicht gesichert ist, dann ist das schon eher ein verheerender Zustand als ein akzeptables. Gerade falle mehr Unterricht aus als zu Corona-Hochzeiten, betont Michael Mittelstädt. Das baden-württembergische Kultusministerium rund um Theresa Schopper gibt zu, dass die Lage gerade zwar angespannt sei, aber aus den Rückmeldungen der Regierungspräsidien und den staatlichen Schulämtern wissen wir, dass die Schulen aber grundsätzlich arbeitsfähig sind. Deswegen ist es nicht gerechtfertigt, von einem Notbetrieb an den Schulen zu sprechen. Wie kommt es dann aber, dass das Gymnasium Bammental bisher gut durch die Krise kommt? Unterrichtsausfall oder gar Notbetrieb gibt es hier bisher nicht. Zum einen ist es sicherlich eine sehr attraktive Region, Heidelberg, Rhein-Neckar-Raum. Da möchten viele Menschen wohnen und arbeiten. Das gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer. Da gibt es also immer viele Bewerberinnen und Bewerber, sodass grundsätzlich da kein Problem ist in der Lehrerversorgung. Auf der anderen Seite läge laut Mancini auch viel an der vorausschauenden Arbeitsweise des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das für die Einstellung von Lehrern zuständig ist. Rund 10% des Personals sind in Bammental gerade krankgeschrieben. Unterrichtsgefährdend sei das zumindest noch nicht. Wir sprechen jetzt mit Oliver Hinzen. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender in Baden-Württemberg vom Verband Bildung und Erziehung. Herr Hinzen, wo ist denn der Lehrermangel am schlimmsten? Also mit den Umfragen, die wir jetzt vor kurzem gemacht haben, sehen wir ganz eklatanten Lehrerversorgungsmangel an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Und an zweiter Stelle kommen dann die Sekundarstufen. Grundschulen sind mit knapp 9-10% auch unterversorgt. Da ist es dann auch regional ganz, ganz schlimm. Aber wirklich ganz exzessiv, eklatant schlimm sieht es in den sonderpädagogischen Beratungszentren aus, also die SPBZ. Ja, wie ist denn diese Situation überhaupt erst entstanden aus Ihrer Sicht? Ging schon vor Jahren los, als die Studienplätze einfach nicht ausgereicht haben und da auch an den Studienplatzzahlen nichts angepasst wurde, obwohl man da schon lange gesehen hat, dass da eventuell was kommen könnte. Und gerade im SBWZ gab es auch zu wenig oder gibt es auch immer noch zu wenig Plätze. Das wird jetzt langsam sicher nachgebessert. Dann Zusatzaufgaben in den Schulen, die mit dem eigentlichen Schulwesen selber nichts zu tun haben. Und das war halt alles das zusammengespielt, sind mehrere kleine Zahnräder, aber hauptsächlich waren es dann eben NC-Beschränkungen in der Grundschule hauptsächlich und eben fehlende Studienplätze, was dann letztendlich zu diesem eklatanten Lehrermangel geführt haben. Vielleicht können wir noch ganz kurz anreißen, was fordern Sie denn von der Politik, weil die hat ja jetzt dann seit Jahren aus Ihrer Sicht geschlafen. Ja, also es kamen immer mal wieder Ansätze von Ideen, wie man das Ganze dann machen konnte. War dann aber irgendwie so alles ein bisschen zäh und es hat alles so ein bisschen länger gedauert. Und wir brauchen also auf jeden Fall deutlich mehr Studienplätze. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, aber wir haben ja mit den Abbrecherzahlen gesehen. Wir haben vor einigen Jahren das Wissenschaftsministerium, weil das Kultusministerium per se ist da gar nicht wirklich zuständig, sondern das Wissenschaftsministerium dann in Baden-Württemberg, die haben jetzt auch aufmerksam gemacht, dass wir bis zu 20-25% Abbrecherquote haben. Und das ist ja genau das, was nachher fehlt. Und man hat sich dann erstmal gefragt, wo das Ganze herkommt. Da haben wir Ihnen damals schon gesagt, ja, es liegt halt daran, dass dann der Praxisschock kommt. Und es ist nie wirklich so viel passiert. Also auch an den pädagogischen Hochschulen gibt es die ein oder andere Lösung. Aber dass man das jetzt konsequent mal im Land durchgezogen hätte und mal überlegt hätte und Umsätze da reingebracht hätte,
wie man Kolleginnen und Kollegen im Studium begleiten kann oder eine Vorauswahl ordentlich trifft oder auch mal schlichtweg einfach die Zahlen schon mal im Vorfeld erhöht, damit ich nachher auf 100% komme, wenn ich 20-25% Abbrecherquote habe. Das ist leider alles irgendwie sehr zäh oder gar nicht passiert oder passiert jetzt langsam, aber sicher. Aber das ist jetzt schon, ja, leider ein Tick zu spät an manchen Dingen, wie wir jetzt beim SWWZ sehen. Ja, vielen Dank, Herr Hinsen, für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.